Ich habe das Video von Tadel gesehen und ich war so, Junge, der Typ gefällt mir. Also der hat an einer Stelle etwas gesagt, was mich sehr anspricht. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav und das ist eine wirklich komplett andere Folge. Und zwar ist mir aufgefallen, eben als ich eine Folge aufnehmen wollte, hat nämlich etwas nicht geklappt, so wie ich das wollte. Und ich dachte, warte mal, irgendwie nehme ich immer nur Folgen auf, wo es so unbedingt ein Thema sein muss und ich muss dieses Thema verfolgen und ich habe gar keine Zeit mehr mit euch zu reden einfach. Einfach mal euch zu sagen, was mir so in meinem Herzen liegt und was mich gerade so beschäftigt, ne? Danke, mein Freund. Danke. Für das Video an sich hat das immer voll viel Sinn, dass man das macht natürlich. Dass man ein Video dreht, wo man sagt, ey, das verfolgt diesen Faden, das verfolgt dieses Thema. Und ist vollkommen in Ordnung, dass ich so ein YouTuber bin, der halt ein unterhaltendes Video macht, das man sich einzeln anschauen kann. Und da muss man weder mich noch kennen, noch... Ja, Mann, da war der Quickscope sogar da. Da muss man weder mich noch kennen, noch meine anderen Videos, um irgendetwas über mich zu verstehen. Jetzt wird's jeder als Kind. Das ist cool, so bin ich auch gerne. Gleichzeitig gefällt es mir, glaube ich, auch sehr, wenn man mich als ganze Person sehen kann. Nicht nur als dieser eine Unterhalter, dessen Video man sich anguckt und damit ist gut vorbei, sondern auch vielleicht mehr, sondern... Ein Unterhalter, der langfristig für einen da ist. Ich habe schon wieder einen Quickscope gegeben, ne? Aber der Typ gibt mir halt sofort mit der Schrotflinte, ne? Krass. Quickscope gefällt mir in dem Spiel richtig gut sogar. Das ist eigentlich so ein Real Talk über, was ich denn als YouTuber dann so darstellen will. Also was ich für euch so darstellen will. Und das Interessante für mich ist, ich habe, keine Ahnung, weil es halt von allen geguckt wurde, habe ich gedacht, okay, guckst du mal rein. Und ich habe in das Video von Tadel reingeguckt, genau. Das erste Video, was er seit langem da gemacht hat. Ich kenne Tadel gar nicht, also ich weiß schon, wer das ist und so. Und ich habe mir auch diese Videos, bevor er ganz groß geworden ist, mal angeguckt, damals sozusagen. Und deswegen, ich kenne ihn gar nicht. Also mir bedeutet das auch gar nichts, dass er jetzt wiederkommt oder so. Das hat für mich überhaupt keinen Bezug. Ja, für mich ist das ein unbekannter Typ. Oh! Get no scope, Junge. Okay, der war nice. Ich habe das Video von Tadel gesehen und ich war so, Junge, der Typ gefällt mir. Also der hat an einer Stelle etwas gesagt, was mich sehr anspricht, was ich für mich sehr wichtig halte. Und zwar meinte er, ich brauche das Ganze hier gar nicht. Ich muss nicht zurückkommen oder so. Ah, shit. Komm. Was? Wie habe ich den gerade da nicht getroffen? Er hat gesagt, ich brauche das ganze Geld nicht oder was auch immer der damit erreichen will. Aber ich kann immer noch ein paar Werte weitergeben. Das finde ich halt krass, weil darum geht es mir letztendlich, weil irgendwie so die ganzen Videos machen, das ist alles cool und super und auch die Streams und so weiter, aber letztendlich will ich auch meine Werte weitergeben, weil ich halte das für wichtig, dass man Werte weitergibt. Ich halte meine Werte für sehr gut, logisch, vielleicht nicht logischerweise, aber für mich sind erstmal Werte wichtig. Meine Eltern haben sie mir weitergegeben, mein Papa hat mich besonders so erzogen, zum Beispiel höflich zu sein zu jedem, den man trifft, erst höflich zu Mann oder Frau, hat überhaupt keinen Unterschied. Solche Kleinigkeiten, Respekt zeigen für die Leute, die es verdient haben, niemanden irgendwie krass stereotypisieren oder so, einfach schon wieder Nosko. Also für mich wirklich wichtige Werte, wie man mit anderen Leuten in der Gesellschaft umgeht. Warte. Ich will den jetzt haben. Hahaha, Headshot, Bitch. Und der Tadel meinte halt sehr, sehr cool, dass er solche Werte gerne, also die Werte, die er hat, verbreiten möchte. Und ich persönlich finde das halt überragend cool. Hab ich den gerade Kopf getroffen? Nee, ich dachte schon gerade, weil es sah so aus, als wäre sein Kopf irgendwie am Bluten gewesen. Und da sage ich nur, what? Oh shit. Und das finde ich jetzt krass. Er kommt halt zurück und er sagt, ey, ich möchte jetzt eigentlich die Werte von mir hier jetzt verbreiten, weil ich merke, die Werte von der Jugend zum Beispiel oder von den Zuschauern, die ich habe, finde ich jetzt nicht auf einem Niveau, wie ich sie gerne hätte bei anderen Menschen. So geht es mir besonders in vielen Streams, dass ich das versuche. Wow, da ist erstmal alles explodiert, während ich den Kopfschuss gegeben habe. Während ich zum Beispiel besonders Streams mache, versuche ich euch immer wieder zu erzählen, was meine Werte sind, wie ich damit umgehe. Und ich habe das auch schon so öfter mal gemacht. Oh mein Gott. Na komm, komm, Granate rein und dann geht's los. Leider habe ich keinen getroffen. Und mir ist das wirklich wichtig, dass ich nicht nur den Zugang zu so vielen Menschen einfach jetzt nutze, um Videos zu machen und euch zu unterhalten. Das ist mir das absolut Wichtigste, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich möchte euch einfach nur unterhalten und euch Spaß bieten. Spaß. Aber gleichzeitig, wenn ich diese Möglichkeit habe, würde ich einfach liebend gerne euch etwas mitgeben in die Welt. Boah, war die Granate gut geschmissen. Nice, Junge. Der war nice. Ich würde euch gerne etwas auf den Weg geben in euer Leben sozusagen, weil ich denke, man kann die Welt auch als einzelne Person verändern, indem man natürlich sich erstmal Gehör verschafft. Und dieses Gehör habe ich mir ja wohl irgendwo einigermaßen verschafft mit euch, wo ich jetzt
einfach die Menschen um mich herum habe, die mich als Person mögen, die mich als Unterhalter mögen. Und jetzt kann ich halt auch einfach sagen, hey, ich bin aber nicht nur diese einseitige Person, die für euch da ist, damit ihr euch unterhalten fühlt, sondern ich bin auch für euch da als Lehrer. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Als jemand, zu dem man vielleicht aufschauen kann mit seinen Werten. Bin etwas älter, ich habe etwas mehr in meinem Leben erlebt und habe das Gefühl, dass ich auf jeden Fall was mitzugeben habe an euch und Werte zu vertreten habe. Oh, ficken. Oh, get wrecked. Und das spawnt einen einfach auf den, ne? So krass wieder. Ah, ich, okay, alles klar, da sollen wir... Ich steck schon wieder fest. Das passiert mir zu oft in dem Spiel. Bin gespannt, also lasst mir gerne mal einen Kommentar dazu da. Ich finde das extrem interessant, da mal drüber zu reden. Mir macht's auch gerade mega Spaß. Ich muss sagen, mir macht's gerade mega Spaß, einfach mal so Real Talk zu haben. Was lustig ist halt, wie gesagt, ich habe früher sowas oft gemacht oder öfter gemacht, solche Gespräche gesucht mit euch. Und das ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen im Sinne von... Weil mein YouTube-Kanal hat sich ein bisschen verändert. Ich versuche immer Videos zu machen, die euch unterhalten als ständige Zuschauer, aber auch natürlich neue Zuschauer interessant finden. Das ist so meine Philosophie gewesen für den Kanal. Und das hat auch echt gut geklappt. Ich bin ja mega zufrieden mit dem, was ich hier geliefert habe bisher. Also wirklich tierisch zufrieden. Ich muss das nicht machen. Also ich muss nicht so... Hey, Süßer. Oh, komm mal her. Hallo. Hallo. Ja, Süßer, komm her wieder, komm wieder zurück mit deinem Popo. Batz, Junge. Ich muss das nicht machen. Ich muss nicht immer Videos machen, die immer neue Zuschauer anlocken, die alle Zuschauer interessieren. Da bin ich, das klingt jetzt blöd, aber ich meine, ich unterteile das eh. Ich spiele ja gerade Battlefield, das wird einige von euch nicht interessieren. Einige von euch werden einfach sagen, nee, ich habe gerade keinen Bock auf Battlefield, ich schalte weg. Das ist auch voll in Ordnung. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und ich habe auch kein Problem, dass ihr sagt, nee, ich möchte Battlefield nicht sehen. Du kriegst ein Dislike. Gebt mir ein Dislike dafür. Das ist doch voll in Ordnung. Dislikes sind nichts Schlimmes. Dislikes sind eine Meinung, die ihr wiedergebt. Ich habe überhaupt kein Problem mit Dislikes. Es wäre töricht zu sagen, dass ich... Oh, warte, nochmal jetzt. Oh, nein. Ich wollte gar nicht sterben. Wenn ihr es für richtig haltet, mir ein Dislike zu geben für ein Video, dann macht das von mir aus, ja? Darum geht's mir bei YouTube nicht. Darum geht's mir absolut nicht. Und ich weiß, dass ich nicht alle zufriedenstellen kann. Das ist in Ordnung so. Ich möchte jetzt ein Video an die Leute präsentieren, die daran interessiert sind. Die interessiert sind daran... Oh mein Gott, ich sehe nichts. Die interessiert sind an einem solchen Real Talk Video. Und wenn ihr daran nicht interessiert seid, dann ist das so. Dann ist das so. Das ist voll in Ordnung. Oh, die fucking Revolver, die sind so geil in dem Spiel. Ich liebe sie. Ich möchte mit ihnen Kinder machen. Das kann das Spiel sehr gut. Ah nein, er hat es bewegt. Oh, get wrecked. Naja, vielleicht kommen sie ja. Dann kriegen sie auch eine Granate von mir. Ja, da kommt wirklich einer. Und die Granate hat dafür gesorgt, dass ich ihn one-shotte in den Körper. Nice. Ah, belastend. Wow. Und er ist nur so... Und ich töte ihn einfach. Mir macht zurzeit Battlefield 1 extrem viel Spaß. Macht auch im Stream sehr viel Spaß. Ich mag diese chillige Art davon, was einfach mehr zu mir passt, weil ich eher so der chillige Typ bin. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach bin ich halt eher so der chillige Typ. So, den einen immerhin erwischt. So, wer schießt mich denn da an? Da. Oh, get wrecked, Junge. Da ist das Gameplay doch. Nice. Voll gereckt habe ich den, Alter. Ja. Okay. Okay, ja. Ja, ne, Shotguns hier gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ah, nein. Ich habe doch so viele gesehen, aber den einen, der mich im Blick hat, habe ich nicht gesehen. Ah, der Spiel ist so locker. Du kannst einfach ein bisschen rumlaufen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, also für die heutige Folge hatte ich eigentlich vor, wieder so ein Sniper-Duell zu machen mit Max und vielleicht sogar mit Fantu zusammen. Vielleicht so zu dritt dieses Wert in längeren. Natürlich finde ich sowas cool. Das war eigentlich der Plan. Hat er jetzt nicht geklappt, mit den beiden aufzunehmen? Alter, ist die Waffe stark. Aber es hat halt nicht geklappt. Und dann dachte ich mir so, ja, musst du dir jetzt irgendwas erzwingen? Musst du dir irgendwas ausdenken? Ich denke nicht. Muss ich nicht, oder? Oh, ficken. Ist echt komisch. Warum haben wir jetzt den Zug bekommen? Ich verstehe das ganze System davon nicht. Wir haben einen Zug bekommen, als es eh schon längst zu spät war. Und dann, ja, muss man halt mal hinterfragen und Granaten werfen. Schade. Chilliges Gameplay. Natürlich hätte ich lieber so eine Folge gemacht, aber dann stand ich vor der Wahl. Soll ich mir jetzt irgendwas aus der Rübe zwingen oder so? Oder soll ich einfach mal mir aus der Seele reden? Und das habe ich jetzt gerade gemacht. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu. Wie gesagt, gerne eure Meinung da lassen, was ihr über das ganze Gespräch gerade haltet, was ich so geredet habe. Mit Werten und, ja. Mir ist sowas wirklich wichtig. Also, ich meine das ernst. Mir ist es wirklich wichtig, dass ich nicht nur Unterhaltung biete, sondern auch etwas Langfristiges für euch. Ansonsten, ey, ich würde
wünsche euch wirklich einen wunderschönen Freitag. Ich wünsche einen wunderschönen Freitag. Wir sehen uns da am Sonntag zu Du bist mein Robocop in IW. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also wirklich gespannt drauf, was ich da spielen werde und was da so bei rumkommt. Wirklich cool, interessant. Morgen gibt's ja keinen Stream. Das wisst ihr ja hoffentlich. Ansonsten, ja, ich bin raus. Ciao.